Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Heute mit einem neuen Projekt und zwar spiel. Warum mache ich das? Egal. Und zwar spielen wir Minecraft. Ich habe mir einfach mal gedacht, Minecraft ist eigentlich ja ein recht cooles Spiel und wer Minecraft nicht kennt, der. Naja. Also Minecraft ist eigentlich eines der ja, bekanntesten Spiele im Moment. Und ja, deswegen spiele ich das mal. Ich habe es auch jemandem versprochen. Und deswegen mache ich das einfach mal. Bonuston? Ja, wir machen mal die Bonuston an. Wir wollen ja eine schöne Welt haben. So, Welt erstellen. Ich habe es einfach mal Bumsnase genannt. Warum? Das fällt mir gerade so ein. Und ich merke gerade, ich muss hier mal ein bisschen Licht anmachen. Wir haben nämlich schon ein bisschen später abends. Okay, hier ist eine Fackel. Hier ist die Truhe, die man anfangen haben kann. Hier sind schon ein paar Hühner. Ich laufe hier mal ein bisschen rum, weil wir müssen hier mal ein bisschen die Welt erkunden, weil ihr seht schon, es laggt ein bisschen. Einfach da, das liegt dadurch, da, es liegt daran, so nicht dadurch, dass sie erstmal sich ein bisschen generieren muss, die Welt. Kann man auch verstehen, weil sie wird immer neu generiert und das ist einfach, ja, wow. Da muss man schon sagen, also dieses Spiel, es sieht zwar aus, als das hat bestimmt Dreijährige gemacht, aber es hat sich so stark entwickelt, Minecraft. Es kamen so viele neue Features hinzu, dass, ja, eigentlich, ich find's schade. Muss ich ehrlich sagen, ich fand, sagen wir mal, die ersten Versionen, also sagen wir so, die ersten drei Versionen, fand ich da am besten. Im Moment kommen so viele Sachen dazu. Es ist zwar schön und gut, ja, dass sie das Spiel revolutionieren wollen. Und ist wahrscheinlich auch, dadurch ist es wahrscheinlich auch immer noch so beliebt, weil die halt immer neue Sachen bringen, aber ich bin jemand, ich konnte es noch nie lange spielen, also ich weiß auch nicht, wie lange ich hier an diesem Minecraft Let's Play Bock hab, und zwar auf ein Let's Play wird, ich guck mal nach, aber, ja, ich hab aber gesehen, als ich, oder ich hab's bemerkt, als ich dann beim King Kasma LP, bei den Togethers, sag ich mal, dabei war, dass es mir schon richtig Spaß macht. Vor allem mit mehreren Leuten heißt King Kasma, oder ich nenne dich lieber mal Dorn, melde dich mal, weil, ne, und so, müssen wir wieder was machen. Kam auch lang nichts mehr von der Online, du machst ja zwar gerade FTBs und so, den ganzen Kram, aber das darf nicht untergehen. Unsere Zusammenarbeit. Ja. Hühner sind so die miesesten Tiere ever in diesem Dings. Die machen zwar keinen Schaden, aber naja. Ihr habt ja gerade gesehen, was er mit mir gemacht hat. Er ist weggerannt. Wer vor Bene wegrennt, der. Boah, der bekommt aber ganz schön was auf die Fresse. Ich glaube, ich mache die Geräusche mal ein bisschen leiser. Und warum jetzt wenn ihr euch fragt, hier, warum kloppt der die ganze Zeit da auf den Sachen rum? Das hat eine ganz einfache Erklärung. Wir haben schon 26 von diesen hier, von denen hier, von den zweiten Sa Sachen, zwar Samen, das wird sogar angezeigt. Damit können wir Felder machen. Wir können Felder bestellen, heißt es, glaube ich. Und ja, das ist sozusagen die, und das wird dann meine Nahrungsquelle sein. Weil ich keinen Bock habe, immer durchs Land, wow, was war das denn? Durchs Land zu ziehen und hier irgendwelche Schweine umzubringen, um dann ihr Fleisch zu essen. Okay, Schweinefleisch ist ja noch okay. Aber, naja. Ich werde aber auch jetzt nicht sofort ein Haus bauen. Ich werde erstmal ein bisschen die Gegend erkunden. Rennen könnte ich auch, aber will ich am Anfang erstmal nicht. Obwohl, wir haben drei Brote. Ah, ich renne mal ein bisschen. Ja, hier haben wir einen kleinen Wald. Ich werde dann auch mal ein bisschen Holz hacken, obwohl wir ein bisschen Holz bekommen haben. Schon aus der Bonustour am Anfang. Das habe ich so zu früh gesprungen. Und naja, hier eine Holzaxt war da drin. Das ist ja für den Anfang recht in Ordnung. Aber ja, ich denke, wir haben ja auch eine Holzspitzhacke. Das heißt, ich werde hier mir gleich mal irgendwie einen Berg oder ähnliches suchen. Oder hier, sowas geht auch. Das ist zwar kein Berg, oder geht's weiter rein?
Ja, aber hier ist schon Kohle. Ja, okay, geht doch ein bisschen weiter rein. Aber ich werde erstmal auch hier ein bisschen Stein abhauen, abschlagen, sag ich mal so. Weil eine Steinspitzhacke ist dann. Es klingt vielleicht komisch, ne? Aber eine Steinspitzhacke ist besser als eine Holzspitzhacke. Es klingt sehr komisch, aber es ist wirklich wahr. Und am Anfang von Minecraft hat Kohle auch noch keine Erfahrungspunkte gegeben. Da gab es noch gar keine Erfahrungspunkte am Anfang, so war das. Aber das mit den Erfahrungspunkten finde ich cool, weil da messe ich mich meistens, wenn ich irgendwie mit meinen Kumpels zocke, messe ich mich meistens damit. Mit ihnen halt, wer das höchste Level hat. Wir haben gerade Level 1. So, ne, den Block noch hier. Zack, jetzt sind wir Level 1. Und Erfahrung bekommt man auch, wenn man Sachen kocht oder Eisenbarren herrscht, also Barren herstellt oder Monster tötet oder sowas. Die Monster bekommen wir auch noch zu Gesicht, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ich werde, denke ich mal, nebenbei auch noch was anderes starten. Und zwar gibt es auch hier den Modus Hardcore. Und zwar ist es da so, man spielt ganz normal Minecraft, wie jetzt auch, wie gerade auch. Nur wenn man im Hardcore-Modus stirbt, ja, dann ist das Spiel vorbei. Die ganze Welt ist weg und finito. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil, okay, das wollte ich jetzt nicht als einziges Projekt nehmen, weil dann ist, wenn du dann tot bist, ist es vorbei, fertig. Das wäre ja ein bisschen blöd. Deswegen, aber das hätte dann noch so einen zusätzlichen, ja, Nervenkitzel, sage ich mal. Und das fände ich dann eigentlich ganz cool. Und ja, ich weiß nicht, wann ich anfange. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Folgen von Minecraft hier ganz normal aufnehmen. Und dann, ich werde mal gucken, wie ihr so das findet. Mit der Hardcore-Sache. Vielleicht kann ich dann auch euch ein paar Ideen geben. Vielleicht seid ihr auch Let's Player und dann denkt ihr euch so, boah, geil, das will ich auch machen. Da müsst ihr nicht fragen oder so. Einfach machen. Nicht, dass Leute dann kommen und sagen, oh, das hast du von Bene geklaut. Was total Schwachsinn wäre, weil wer guckt mich, bitteschön. Es gucken mich wenige, sagen wir es so. Ich hab ein paar treue Zuschauer, das ist auch in Ordnung. Also, was heißt in Ordnung? Also, das ist super, da kann ich nur sagen, Daumen hoch. Ei, was bist du denn? Hoi. Na, wow. Ja, wir haben noch kein Schwert, das ist das Problem. Aber eine Fackel tut's auch, man sieht es ja. Na du willst. Oh, bist du in mich verliebt? Du bist immer rot. Ah, okay, du bist aber am ganzen Körper rot. Das ist das Problem. Egal. Geh ich mal weiter. Die Hühner. Nee, die Hühner will ich eigentlich nicht. Ich bräuchte eigentlich ein Bett, ne? Eigentlich müsste ich ja Schafe sammeln. Ich wow. Leute, ich habe sofort eine Idee bekommen. Als ich diesen Berg gesehen habe. Was meinte? Da oben. Oder da oben? Nee. Erstmal gucken, nicht, dass ich hier einfach runterfalle. Da oben, so unser Haus. Oder da in diesem. Oh, was? Das will ich jetzt sehen, was da drin ist. Hier. Und natürlich nach Schafen Ausschau halten. Alter. Die Lichtsachen sind zwar ein bisschen schlampig, sag ich mal so. Ich wollte nicht scheiße sagen, ich wollte schlampig sagen. aber egal, wir gehen da mal hoch. Da sind bestimmt Monster. Und ohne Schwert sind wir natürlich perfekt darauf vorbereitet. Nee, hier sind keine Monster. Hier? Auch nicht, das ist nur Erde. Ich habe gedacht, da wäre irgendwas. Okay. Ja, das ist doch eigentlich ganz cool hier, oder? Was meint ihr? Oder da drüben vielleicht? Ich versuche mal weiter auf den Berg hier hochzukommen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ist noch was? Hier ist Kohle. Geh mal kurz da weg. Ah ne, den hätte ich gebraucht. Oh, den hätte ich auch gebraucht. Oh, den auch. Egal. Ah ne, wir haben keine Spitzhacke mehr. Oh, ich habe mein Bein gebrochen. Aber wir rennen einfach munter weiter, weil so ein Beinbruch kann uns natürlich nicht aufhalten, den Berg zu erklimmen. Oder vielleicht doch. Oh mein Gott, wir kommen hier nicht hoch. Oh mein Gott, ich komme hier nicht hoch. Egal. Einfach immer schön die Erde kaputt machen. Jetzt hier mal Erde kaputt machen.
Wir müssen gleich schon was essen. Ach, damit wir hier auch die Gipfel erreichen. Kann ich nur? Ja, kann ich. So, den noch weg und jetzt den noch weg und den noch weg und den. Ihr wollt mich schon verarschen. Ja, du. Ging doch. So, esse ich mal ein paar Brote. So Butterbrot. Bringt jetzt. Ah, bringt uns zwar nicht volles Leben, aber gut. Wow. Schöne Gegend. Da hinten fliegt irgendwas in der Luft rum. Der Baum ist natürlich auch geil. Den Baum werde ich da auf jeden Fall lassen. Schwebender Baum schwebt. Möchte ich mal dazu sagen. Da drüben ist auch ein bisschen Sand. Ist auch immer immer schön. Hier oben ist perfekt eigentlich. Ah, da ist sogar Schnee. Ein paar Schneebäume. Das heißt, Bäume sind auch in der Nähe. Ja, komm, hier oben. Okay. Schön. Haben wir sogar. Oh! No, du sollst da runterfallen. So, haben wir denn Schaufel? Nee, ne? Gut, heiß. Was heißt das denn? Ich weiß es selbst nicht. Dass wir uns erstmal ganz viele davon bauen. Zack, zack. Und jetzt erstmal ein Fundament legen. Für unser erstes Haus. Also so ein erstes Haus ist natürlich, ne? Das braucht ja schon seine Zeit. Deswegen. Wie weit will ich denn das machen? Oh. Ist ein bisschen zu weit, ne? Bis dahin. Da machen wir so. So. Und so, so. Ja, da kommt die Tür hin, oder? Alles okay. So, dann. So und so. So, das ist unser Haus. Total toll, oder? Guck mal, die Hühner finden es auch so, sogar so toll, dass die hier uns sogar Gesellschaft leisten wollen. Das finde ich natürlich sehr schön. So, aber ich baue hier einfach mal schön mit diese anderen Holzsorten. Ganz ehrlich, ist auch eine coole Idee, aber ich finde es auch ein bisschen, naja, überflüssig. Nein, ich bin auch der Meister. Das hat genau ausgereicht. Ja, gut. Okay. Jetzt haben wir aber. Doch, wir haben noch Holz. Ein Crafting Table bräuchten wir auch, ne? Ne, du kleines blödes Huhn. So, wie machen wir denn das? Wo kommt denn hier unser Crafting Table jetzt hin? Da kommt unser Crafting Table hin und hier eine Truhe. In die Truhe können wir zum Beispiel schon mal die Samen oder Sachen rein tun, die wir eigentlich nicht brauchen. Und dann fange ich auch gerade schon mal an mit dem Ofen. Da wir schon ein bisschen Kohle haben, können wir da auch schon uns einen Ofen kredenzen. Tun wir den hin, da nicht hin, sondern da hin, weil Doppeltruhen kann man ja auch machen. Und dann werde ich mal hier ein bisschen Rosinchen machen. Jetzt habe ich Angst. Mal kurz gucken, hoch könnt ihr nicht, ne? Nee. Aber, fuck, ich will trotzdem mal gucken. Also hier nicht, hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Okay, können nirgendwo hoch, aber Spinnen wären halt so ein einziges Problem, ne? Jetzt gucken wir nach vorne hier. Jo, was machen wir denn jetzt noch? Ich kann noch eine Tür. Na, okay, aber die. Nee, behalte ich erstmal. So eine Tür ist doch auch schön. Hier so zwei Erdblöcke. Oh mein Gott. Wir sind so verloren. Wo ist denn der Zombie jetzt? Da ist der Zombie. Sterb! Aber die Faust Gottes! Fick dich! So, ja, hallöchen, ich bin der Benedikt.
Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich irgendwie eine geile Situation, jetzt hier um hier jetzt zu beenden. Ach, du Scheiße. Na, was machst du denn? Nein. Nein! Ach, was mach ich denn hier? Ei, was mach ich denn? So. Und da eigentlich noch hinkommen. Nehmen den jetzt hier weg. Ich bin sehr schlau. Wir nehmen den weg. Noch jetzt hier mal raus hin. Erdblock. Hier! Das! Ich glaube, ich lasse das so, damit wir immer eine Erinnerung haben, wer uns da was zugefügt hat. So, das wär's auch. Zombie, kannst du mal bitte aufhören? Das ist nicht nett. Okay. Das wär's mit der ersten Folge. Ich gehe mal kurz was zu essen machen, weil ich habe jetzt irgendwie Hunger bekommen. Von dem ganzen Hühnern natürlich. Deswegen gehe ich mal hier raus. Schön gespeichert. Hier, Bumsnase, immer noch da. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Haut rein!